We are moving in together after 2 weeks. Warte mal, lebt noch einmal. Lisa, no risk, no fun, right? I don't have feet fetish. Oh nein! Gott, zensieren! Zensieren! Manuel, magst du noch kurz erklären, warum ich noch packen muss und du nicht? Leute, wie soll ich das sagen? Ich habe Unterstützung gehabt, Freunde. Wofür ich wirklich dankbar bin, weil da ist alles wirklich schon fertig gepackt. Einmal den großen Koffer. Wen hat der? Lisa. Lisa, I say thank you that you helped me packing. Das war thailändisch, Freunde. Okay, wir sind auf jeden Fall gerade dabei, alles zu packen. Wir haben gerade mein Frühstück ready, wisst Bescheid, Rice Pudding mit Designaway und mein Morning Shake, wo Isogel drin ist und Daily und so weiter. So schaut's aus, Leute. Gänse müssen natürlich trotzdem gesaved werden, auch am Umzugstag. Hola, amigos. Ah, da bist du. Abfahrt, Freunde, wir ziehen um. Lisa, we are moving. Mhm. We are moving in together after 2 weeks. It's very good. We had now a lot of time to get known each other and now it's time to move in. Warte mal, lebt noch einmal. Lisa, no risk, no fun, right? Yeah. That's good. I like. New life. New life of Manuel's Nashville. Wir waren jetzt einen Monat hier im Hotel, wurden komplett abgezogen mit dem Preis. Wir ziehen jetzt woanders hin, wo wir einen recht guten Preis bekommen haben für einen Monat Wohnung. You looking forward? Huh? New apartment? I won't see today. Yeah. You want what? See new apartment. Of course, we go there now. Today we're not sleeping on the street. We go there now. I help you, bro, I help you. Ich helfe auch. Du Hund, mach's gar nicht. Ich habe für dieses Hotel 2400 Euro für einen Monat jetzt hier im Hotel gezahlt. Das ist wirklich eine Abzocke hier. Jetzt zahlen wir 1000 Euro für das nächste Monat im nächsten Apartment. Weil das ist richtig geil, auch der Tower. Der ist erst ein Jahr alt, der ist sehr modern und so. Und ich muss nicht am Boden schlafen. Und George muss endlich nicht am Boden schlafen, das ist auch geil. Das ist mein Highlight. Leute, die Baden Gains werden hier großgeschrieben. Ohne Witz, Training läuft, Ernährung läuft, besser denn je. Wir sind hier weitermachen, Freunde. Wir machen hier nicht nur Trilala, Tralala, sondern wir geben weiter ordentlich Gas, Mann. Wir würden einfach heute nach Hause fliegen. Ja. Leute, wir würden heute nach verdammt nochmal Österreich fliegen, wo es minus 5 Grad hat. Und das sage ich nicht, um euch abzufacken, das sage ich euch, um euch verdammt nochmal zu motivieren, dass wenn ihr euch was in den Kopf setzt und ihr es durchzieht und an euch glaubt und failt, hinfliegt, wieder aufsteht, euch verbessert und so weiter, dass alles möglich ist im Leben. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will, wo wir sein werden, Leute. Sorry fürs Spucken. Wir geben einfach alles und ich wünsche euch auch nur das Beste, ohne Witz. Und ich hoffe einfach, dass die Vlogs, die Stories überall, was ich poste, wie auch immer, euch einfach inspiriert, motiviert, unterhaltet. Eines von dem. Ein Kuss geht einfach raus an euch, Leute. Wirklich. Danke, danke, danke. Hello, it's me. Am Montag trainiere ich. Tag 1 trainiere ich Beine, Tag 2 trainiere ich Push, Tag 3 Off Day, Tag 3 Full Body Day, Tag 4. Nicht schlagen. Was? Jo, ты что, пугаешь меня? Эй! Ты меня, русскую женщину, пугаешь? Хочешь меня пугать? Leute, ich glaube, ich muss hier weg. You speak French? Avec. You speak German now. Manuel, beste Superdeutsch. You have great one. Leute, wir bringen jetzt die Scheißwäsche hier zur Laundry und die Aircondition bläst mir die ganze Zeit so streng in die Augen, dass ich richtig ausgetrocknete Augen habe und ich muss auch noch zur Pharmacy, Leute.
nicht um mir Stoff zu kaufen, sondern um mir Augentropfen zu kaufen. George, aber du kannst ja mal von deiner Erfahrung erzählen hier, was du dir hier gönnst an Stoff. Hast du nicht letztens ein Date gehabt und sie hat gesagt, dass du auf Stoff bist? George wird beschuldigt, Leute. So schaut's aus. Das Ziel ist, Leute, das fucking Goal ist, so gut Gains zu machen, dass wirklich jeder herkommt und fragt, yo, Diggi, was nimmst du? Das ist das Goal, Leute. Last week, we came and we say, I have date. You remember? This was the date. And I made it. Because you gave me good tip. I tell you this, lucky for Andrew. Erste Nacht, meine Lieben, im neuen Apartment. Wäre geschafft. Ihr habt gesehen, Freunde, wir sind umgezogen. Lasst mich jetzt mal wissen, was sagt ihr zu dem Apartment? Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, machen wir Fazit, wie die erste Nacht hier war. Ich muss ehrlich sagen, ich zeige euch mal einfach mein Zimmer ganz kurz. Ihr habt das zwar eh schon gesehen, aber es ist auf jeden Fall gemütlich, Freunde. Und ich konnte die Nacht auf jeden Fall definitiv gut hier verbringen, Freunde, die erste Nacht. How was the first night here? Good for me. Good, okay. But very hot, right? Very hot. Very, very hot. He sleep very well. I'm sleep... What the fuck? You sleep 12 hours a night. I sleep 6 hours a night, so you sleep better than me. Lisa? You, what you doing now? You get cappuccino, right? Yeah, looking for cappuccino. I go. That's really hard life, Lisa. Go and get your cappuccino, okay? Wir werden ein bisschen was machen, ein paar Sachen filmen und so weiter und planen. Und sonst, Leute, was richtig geil ist, ich habe heute meine Lieblingseinheit am Start, wo ich euch mitnehmen will, und zwar eine Push-Einheit. Viele fragen mich immer oft, wie ich es geschafft habe. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier rüberkommt. George, sehe ich aus gerade wie ein Lauch oder geht's halbwegs? Kompletter Lauch, also ja? Wirklich. Scheiße. Freunde, auf jeden Fall will ich euch einfach heute auch durch die Push-Session mitnehmen. Könnte, glaube ich, ganz interessant sein, wie die momentan aussieht, damit wir einfach wirklich die Brust aufs nächste Level bringen, weil das ja meine Schwachstelle war, ist, wie auch immer. Und wir arbeiten dran, Freunde. Jo. You show me how he love you. How I was? Leute, wir werden hier abgehalten. I want to go to the gym and you don't let me. And I'm waiting for you for 1 hour now. Waiting me? Yeah, I'm ready and you're not. What? I'm ready. You don't have underwear. It's your problems, maybe. Yeah, how should I train? I can give you my underwear, you want? Ich hab kein Gewand. I don't have... What you say? I don't understand. That's how Russian sounds for me. Непонятно, что я говорю, да? Учи русский, блин. Leute, ich bin raus. You need to give me yours. Okay, I can. It's your size. You're small. You don't have muscle. Drish. You sleep skinny. Alter, was hast du da? What do you have on your background? No! Yet it's he doing, not I. Oh. We made it, Leute. Baby. I wanted to say lady, not baby. Lady, what are you training today? Shoulders, triceps. Yes. Ah, you want to train with us? Yeah. Okay, but you train with us, but we go till we dead. Same yesterday. I'm ready. I don't have feet fetish. You say he has feet. No. Oh. What are you talking? Ich hab die ganze Zeit eine Dauerlatte. Ich kann nicht mehr. Das kommt aber rein! Nein, das nicht kommt so! Genau, du filmst nicht mehr! You will read the comments, they will explain to you what he said. What do you want? Massage. Okay, Russian massage. Oh! 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 Leute, Hilfe! Boah, jetzt geil! Leute, ich hab gestern Arsch trainiert, wollte nicht wissen, wie geil das gerade ist. Oh, it's very geil, Lisa, it's very geil. Was war das gerade, George? You kissed me on the cheek. I am never. I'm naked, I need my clothing. You know when it's ready? In 1 hour, okay? So, I will come naked to you to pick up my clothes. Now. Sapalot. Sapalot. Идите в
Lisa, what do you want? Bread workout. Das ist so süß, Leute, wie ihr sagt. Bread workout. Lisa, it's called Pre-Workout. So Leute, wir sind mittlerweile jetzt im Gym und es gibt jetzt die letzte Portion vom guten alten Crank, Freunde. Aber das Gute ist, heute darf ich bzw. kann ich nachbestellen bei ESN und die sind so nett und schicken mir das sogar hier nach Thailand, Freunde. Ihr wisst Bescheid, ihr seht das, ich glaube ohne Witz in fast jedem Video bei mir, Crank. Man sollte Booster nicht jeden Tag nehmen, ich bin da ganz ehrlich mit euch. Nichtsdestotrotz bin ich gerade so in dem Mindset, ich nehme ihn jeden Training, weil ich das Maximum aus dem Training rausholen will. Und ich finde das einfach geil, Freunde. Ich finde es auch vom Ritual her einfach nice. Mir hilft das so in den Film zu kommen, in den Modus zu kommen. Und noch dazu schmeckt es geil, hat die perfekte Wirkung. Also unbedingt mal austesten, Leute. Und ihr wisst Bescheid, bei ESN bitte immer mit Code Manuel bestellen. Bekommt ihr immer den maximalen Rabatt, Leute. Unterstützt die ganzen Videoprojekte, die ganze Sache so, die wir hier machen. Würde mich natürlich super freuen. Habt ein geilen Booster, geile Produkte. Alles, was ihr braucht, Freunde. Apropos, die beste Kombination, Freunde, sage ich euch, wie es ist, den Cappuccino. Das heißt, ich mache einen Schluck. Ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so, absoluter Kaffeehasser jetzt. So lustig, wie sich der Geschmack ändert. Real Talk, jeder kann sich hier dran erinnern, wo man von seinen Eltern einen Schluck vom Kaffee gekostet hat. Und man denkt sich so, Bro, das schmeckt so kacke, so bitter, keine Ahnung. Das wird mir niemals schmecken. Wird mir niemals schmecken. So, wie kann das schmecken? Ich weiß noch, mein Vater hat immer gesagt, wart ab. Und jetzt, ich weiß nicht, ich könnte 10 davon am Tag trinken. Das kostet mir mal da. Ich habe echt viel Salz reingegeben für den Pump, Freunde. Bam. Schmeckt verdammt geil. Verdammt geil. Andere Hälfte für George, Freunde. Danke dir. Wir laden auf und es wird geballert. Woo. I give you now, okay? Open mouth. Ja. it's important. So? Yeah, that you get a better pump. I hear this first time. Yeah, you will see. You will see. I give you a little bit, okay? And now you eat it. And drink with water down. You trust me. No. You joke? No, never. Try it. Leute, ohne Witz, ich hab's satt. Diese verfickte Brust, der scheiß Schwachstelle ist. Ohne Witz. Mein fucking Ziel ist es einfach, 2024 fette Beine zu bekommen und eine verdammt fette Brust. Ohne Witz. Unten ist es besser geworden. Aber Leute, ich finde, was bei mir fehlt, ist dieser obere Part, diese Upper Chest. Und deswegen haben wir jetzt bei beiden Workouts, was Brust angeht, eigentlich 1 bis 2 Übungen für wirklich die obere Brust. Weil ich finde einfach, wenn bei der oberen Brust so noch mehr Volumen ist und der Schultergürtel mehr ausgefüllt ist, dann sieht das Ganze noch ästhetischer und noch wilder aus. Und daran arbeite ich, das will ich euch wissen lassen. Aber alles Zeit, Freunde. Manchmal wird man ungeduldig. Nichtsdestotrotz, wichtigste Leute in diesem Sport ist einfach geduldig zu sein. Weil wenn ihr eure Ernährung durchzieht, euer Training durchzieht und wirklich wisst, okay, ihr macht es gut, ihr geht ans Limit, ihr gebt Gas, ihr trackt eure Ernährung, ihr esst jeden Tag ausreichend Eiweiß, ausreichend Kalorien, dann ist es nur eine verdammte Frage der Zeit. Von Person zu Person anders. Hat mit Genetik zu tun, etc. Aber was ich euch versprechen kann, wenn ihr die Sachen durchzieht, werdet ihr Gains machen. Uns bleibt nichts anderes übrig, Leute, als diese verdammte Baby-Chest jetzt aufzupumpen. Let's go! Leute, ohne Witz, das ist der Schulterkiller, Supersatz des Todes. Probiert den bitte mal, für alle, die Probleme haben, ihre Schultern zu wachsen zu bringen. Ich habe mal analysiert so, warum ich vermute, dass bei mir Schultern einer meiner stärksten Punkte sind, weil seitdem ich trainiere, Freunde, habe ich Schultern, und das ist meine Devise, immer sehr High Rep gemacht. Immer lange sozusagen eine große Time Under Tension gehabt, sozusagen die Schulter lange belastet, viele Reps. Hier zum Beispiel im Sitzen 20 Reps mache ich. Supersatz direkt hierher, Lateral Swings, ich weiß, die schauen komisch aus, schauen falsch aus, aber die gehen so. Einfach wirklich nur tschick, 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 20, 30, 40 Reps machen, um mal schön Blut reinzukommen und wirklich zu reizen und dass sie lange geknallt
knallt wird die Schulter. Und vertraut mir, probiert es mal. Über 6-10 Monate und eure Schultern werden Gains machen. Ich verspreche es euch, wenn ihr das gescheit macht, wenn ihr ans Limit geht, werden eure Schultern wachsen. Probiert die mal aus auf jeden Fall. Peace. Bought it for me. Buy for you? Yeah. If you want use this, use baby. Ich glaube, Leute, wir brauchen beide einfach Essen. Das ist unsere Einweihungsfeier, dass wir in einem neuen Apartment sind. Und zwar ballern wir jetzt in ein geiles Barbecue-Restaurant, wo wir so einen Herd bekommen, wo ich mir gefühlte 500 Kilo Fleisch reinballern werde jetzt. Was ist jetzt hier die Lage? 18.53 Uhr. Die Dame bestellt sich jetzt was zum Saufen. What's wrong? I won't and I drink. Okay. George, wo habe ich mich reingeraten? Enjoy your bottle of wine. Can we help you? Of course. I'm your gentleman. You know how much? We don't look at prices. George, du warst mal Kellner, ist das ein Achtel? Das Ding ist, die trinkt das ja alleine. Baby, you drunk after this? No. No? Okay. Leute, wir bleiben bei Isokli, wir bleiben bei Designerway, wir bleiben bei Fleisch und Reis und Gemüse und Lachs. Und bei Code Manuel natürlich. Damit ich weiterhin das hier Fleisch mache. Woman's Day. Was geschieht hier? Oh my God. Very more. You order? I? Yeah. You need more food. More protein, because you Leute, began. Wir haben, ich meine nicht, aber das sind 20 Portionen oder so bestellt. Das heißt, Leute, wir essen das gut weg. Ihr seht, ich baller mir jetzt schon die 10. Portion gefüllt Reis rein. Ich habe so lange mir nicht mehr sowas gegönnt. Und ich bin gerade richtig happy, mir das zu gönnen gerade. Ohne Witz. Well. Yeah, but we fall. Aha, you first text me. I answer you. And you text me, go walk. I text you, I'm busy. Yeah. You text me, please give me a time. I want to walk with you. Yo, wait. And then, where is it? Okay, one later, I'm you... drunk and I text you, where are you? Okay. Yeah, right. But and you text me first. So jetzt die erste Diskussion, es ging gerade darum, wer wen angeschrieben hat. Because you und like ich hatte eine komplett... You like yes, of course. Of course, yeah. I'm woman. He takes me first, but now I sit there and I cook for him. You understand? He do it everything correct. Ah, das hat sie gesagt, nicht ich, Leute. You said this, not me. Ich schwör, sie ist schön. Bruder, was für ein Anblick, wenn sie vor mir steht im Jesus. Und egal, was sie anzieht. Die Karte blutet, Freunde. Lisa, my card is bleeding because of you. You understand? Very expensive water park. Russian girl, not good for money. It's very cool place. Yeah, I hope. Austria or Australia? Australia. Australia. Okay, come on. Have fun, enjoy your day. Very expensive fun, yes. But it's the best, best water park here. Yes. Yes. Woo! Woo! Hello to everyone. He's an international superstar. Manuel Haas. Manuel Haas. Yeah, very, very big star. Yeah, this is YouTube. Okay. Also ich weiß ja nicht, ich war echt lange nicht mehr in so einem Wasserpark, Freunde. Mal schauen, was das hier wird. I'm really hyped to go into the water, where all the 10-year-old piss in. I think, what he do this? No, I don't do this, no. George loves Thai, yes. He has Thai girlfriend. No. Of course. No, it's not true, I only have heart for your sister. You know? Oh.
My sister see our video in YouTube. What's the name again? Stan. Stan. Привет. Привет. Komm irgendwie nach wie vor nicht auf mein Leben klar. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir jetzt hier machen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Wasserrutsche-Fan. Ich mach das nicht. I don't do this, no. Glaubst du, willst du es parken? Bro, ich weiß es ehrlich nicht. Wenn es dir da halt aufs Maul haut, dann ist es aus, Leute. Dann haben wir jetzt ein großes Problem, glaube ich. Alter, ich höre, das ist so geil, wie es da jeden immer auf die Schnauze haut, Leute.